Moin, Freunde der Sonne. Grüßt euch. Wir sind mal wieder mit einer neuen Review für euch am Stissel. Und heute geht es um mein persönliches Lieblingsprodukt aktuell. Lasst mal reindiven. Wir sprechen heute mal über diese wunderschönen Geräte. Das sind die Nuo Simulation Evo V2 Pedale. Und die Dinger, die haben es mir ja mal komplett angetan. Wie immer werden wir uns erstmal über den Preis unterhalten. Der Preis hat eine sehr große Spanne, da es sehr viele Möglichkeiten gibt, diese Pedale zu dir nach Hause zu holen, da sie sehr, sehr viele Upgrade-Möglichkeiten haben. Du hast also eine Preisspanne von 239 Euro, wenn du dir eine Kupplung beispielsweise einzeln kaufen möchtest, bis hin zu einem Dreier-Set von 879 Euro, wo wirklich alles dran ist. Was kriegst du denn jetzt für dein Geld? Was ich persönlich schon mal sehr gut finde, ist die Upgradebarkeit, die du dir nach Hause holen kannst. Das heißt also, du musst jetzt nicht unbedingt ein Dreier-Set kaufen, du musst dir jetzt beispielsweise auch nicht eine Footrest dazu kaufen, du musst dir nicht unbedingt einen Bassshaker mit dazu kaufen, du musst dir aber auch nicht eine Sohlenablage kaufen, wo du noch einen Bassshaker ranbauen kannst. Du kannst die Dinge auch einfach plain and simple zu dir nach Hause holen. Wie du jetzt also nach den Aufführungen festgestellt hast, kannst du dir unglaublich viele Add-ons nach Hause holen und deine Pedale nach deinen persönlichen Wünschen gestalten und kreieren. Was ich super schön finde, denn der ein oder andere braucht jetzt beispielsweise die ganzen Upgrades nicht. Aber das ist auch nicht alles, was du an diesen Pedalen upgraden kannst. Du kannst sie auch noch extrem auf dich selber individualisieren. Und wenn ich jetzt extrem sage, wird der ein oder andere jetzt nach diesem Segment feststellen, dass das wirklich sehr viele Einstellmöglichkeiten sind für dich und dein persönliches Befinden. Lasst uns doch mal über die Verarbeitung reden, dieser wunderschönen Pedale. Ich muss dazu sagen, wir hatten einen ganz, ganz schwierigen Start. Ich musste das Produkt jetzt schon ein, zwei Mal wieder zurückschicken und reparieren lassen. Was aber nicht unbedingt an Matthias liegt, der diese Pedale für euch baut, sondern an mir und dem Transportunternehmen. Ich habe im Dezember die ersten Pedale zu mir nach Hause gekriegt und leider gab es einen Transportschaden, wo 3D gedruckte Teile an der Bremse kaputt gegangen sind und auch die Halterung für den Bassshaker ist komplett explodiert. Darüber habe ich mit Matthias gesprochen. Da sind ein, zwei Kleinigkeiten passiert, die wir im Hintergrund geklärt haben und da gab es auch überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Die Pedale ging zurück, sie kam repariert wieder. Ich habe sie an meinen Rig angebaut und habe die Lotzelle kaputt getreten. Was aber auch wiederum nicht an Matthias liegt, sondern an mir, weil ich da immer wie so ein Warni in die Pedalen reintreten muss und habe dann ein, zwei Kleinigkeiten zertreten. Auch hier muss ich Matthias an der Stelle nochmal loben, mit dem ich telefonieren konnte, ihm das alles schildern konnte, ihm Videos geschickt habe. Er sofort gesagt hat, du, schick mir die zurück, ich habe eine Idee. Er hat die Pedale wieder zu sich zurückgenommen, hat sie wieder repariert und hat sie wieder zu mir geschickt. Und das Ganze ohne Wenn und ohne Aber. Und da möchte ich Matthias ein ganz, 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 ganz großes Lob aussprechen, dass er sich die Zeit genommen hat, das alles mit mir durchzuklabüstern und bei all den Problemen, die da aufgetreten sind, immer Ruhe zu bewahren und für mich das bestmögliche Ergebnis am Ende rausholen wollte. Das heißt also, Kundenservice, den werdet ihr so in der Form nämlich auch erhalten, ist tippitoppi und das konnte ich in dieser Review auch gleich mittesten. Wenn wir jetzt über die Verarbeitung generell sprechen, habt ihr ja eben gerade schon gehört, sind 3D gedruckte Teile dran. Das hat mich am Anfang etwas stutzig gemacht, weil ich mir immer nicht so wirklich im Klaren war, ob 3D gedruckte Teile jetzt da wirklich dran sein sollten, weil das ja doch von der Integrität her nicht so wie Metall bzw. Stahl ist, sondern ein bisschen zärtlicher. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die sind im Grunde genommen nur da, um gewisse Sachen zu verdecken und sie zu halten. Wenn wir uns jetzt mal die Bremse ansehen, dann haben wir ein 3D gedrucktes Teil, wo der Zylinder reingeht und da drinnen ist Stahl, der von links nach rechts geht. Und das ist eigentlich nur dazu da, um das da zu halten, wo es ist. Das heißt also, dort wirkt jetzt nicht wirklich Kraft drauf. Selbiges gilt auch, wenn wir uns hinten das große Teil an der Bremse angucken. Das ist nur da, um das im Platz zu halten. Das heißt, wir drücken eigentlich im Grunde genommen keine riesige Kraft auf die 3D gedruckten Teile. Und die Sorge konnte ich mir nach wenigen Tagen schon wieder aus dem Kopf schlagen, denn es funktioniert alles tadellos und reibungslos. Wie auch der ganze Rest an diesen Pedalen. Die sind
von einem Menschen zusammengebaut, konstruiert und die kommen zu dir und sind unglaublich schön. Also ich stehe extrem auf den Look, so wie sie zu dir nach Hause kommen. Das ist mehr so, ja, industrial, wie man ja heute sagt, also Metall, ganz einfach nur Metall. Du siehst die Federn und du hast kleine schwarze Akzente dran oder je nachdem, was du jetzt für eine Feder einbaust, grüne, rote oder blaue. Und das ist, macht einen sehr schlanken Fuß. Wenn wir uns jetzt alle Schrauben angucken oder die ganzen Verschraubungen, die da dran sind, da sind superwertige Sachen dran. Ich habe jetzt schon mehrere Male alles auseinandergeschraubt und wieder zusammengebaut, um das für mich selber zu personalisieren und einzustellen. Und ich hatte wirklich überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Beispielsweise hat mir Matthias noch nach Nachfrage mir die Footrest mit zugeschickt, dass mein Fuß beim Gaspedal nicht immer nach rechts runterrutscht. Und das habe ich super easy abschrauben können, alles wieder super einfach ranmachen können. Da war nichts mit Gewalt. Schrauben sind nicht falsch reingegangen oder schräg, krumm, sonstiges dergleichen. Das war wirklich alles ein Genuss. Das zieht sich durch die ganzen Pedalen durch. Ob wir jetzt das Gaspedal nehmen, ob wir jetzt die Bremse nehmen oder ob wir die Kupplung nehmen, die Verarbeitung ist wirklich Weltklasse. Ich hatte davor, als sie bei mir angekommen sind, ein ganz kleines quietschiges Geräusch drin. Ich habe ein Video aufgenommen, ich habe das Matthias geschickt und Matthias wusste so ungefähr, wo das herkam. Und ich musste einfach nur, weil die Schraube etwas fest zusammengezogen war, sie ein bisschen lösen und dann war das auch weg. Und so kannst du theoretisch alles an diesen Pedalen beheben. Denn alles ist irgendwie mit Schrauben gemacht und du kannst es entweder lose oder feste machen. Und das gilt auch für die Individualisierung. Über die Einstellungsmöglichkeiten, wie du das für dich individualisieren kannst, können wir jetzt mal sprechen. Denn du kannst von der Bremse bis hin zum Gaspedal, bis hin zur Kupplung eine Menge einstellen. Was mir gleich aufgefallen ist, du kannst die Pedalplatten nicht so wie bei anderen Pedalen ins Unermessliche hoch und runter schieben. Du hast noch die Möglichkeit, sie zu verschieben, aber nicht extrem viel. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil die Pedalplatten, die sind echt groß und super verarbeitet, wo wir nachher nochmal drauf eingehen werden, wenn wir dann nämlich fahren, weil das ist auch so eine Pedale, die vielleicht mit Socken gefahren werden kann und das ist echt angenehm und das machen die Pedalplatten. Also die sind wirklich sehr, sehr groß und man muss nicht wirklich viel verschieben. Also ich habe jetzt Schuhgröße 46 und das ging für mich astrein. Also ich musste nicht nach oben und ich musste auch nicht irgendwie nach unten. Normalerweise musste ich die noch ein bisschen höher schieben. Aber Matthias hat sich gedacht, ich mache mal ein paar größere Pedalköpfe und das funktioniert tadellos. Des Weiteren haben wir halt auch die Möglichkeit, die Vorspannung einzustellen. Wir haben bei den ganzen, also wirklich bei allen Pedalen, können wir die Federn sowohl strammer als auch loser stellen. Wir können auch die Pedalposition, also die Ruheposition einstellen. Das ist auch super clever gemacht. Man kann sie weiter nach hinten stellen oder weiter nach vorne stellen. Und dafür musst du eigentlich nur ein, zwei kleine Schrauben drehen und dann hat sich das Ganze nämlich schon erledigt. Dazu muss man sagen, man kann in allen dreien Pedalen die Federn wechseln. Und das ist auch unglaublich einfach gemacht. Und da muss ich Matthias auch an der Stelle ein Lob aussprechen, weil am Anfang habe ich mir gedacht so, oh, ob das funktioniert, weil die Federn, die liegen nämlich einfach nur drinnen und werden durch so einen, ich sag mal, Halbmond gehalten. Und am Anfang dachte ich mir so, oh, ob die Feder da nicht rausrutscht, macht sie nicht. Aber was es macht, das macht super einfach für dich, das Ganze zu wechseln. Du kannst die Feder ein bisschen komprimieren und dann kannst du sie rausheben und dann kannst du die Feder super einfach wechseln. Ich für meinen Teil habe sehr viele Federn ausprobiert, denn Matthias hat mir einige Federn mitgegeben und ich bin von der brutalsten Feder für die Bremse, also die grüne, jetzt mittlerweile habe ich die rote drin, weil mit der grünen habe ich die Lotzell zertreten. Die Pedale machen das mit, aber ich habe da ein bisschen übertrieben beim Reintreten. Deswegen habe ich die grüne jetzt erstmal beiseite gelegt, bis hin zur kleineren grünen, bis hin zur kleineren roten. Die ganzen Federn kannst du dir auch bei Matthias besorgen und du kannst sie wechseln. Du kannst auch die Feder am Gaspedal wechseln, wenn du das möchtest. Ich habe jetzt wirklich eine relativ straffe Feder drin, was mir persönlich beim Fahren sehr gut gefällt. Und das geht alles ruckzuck. Komprimieren, rausziehen, runterziehen, reinmachen und fertig ist der Bums. So kannst du halt bei allen Pedalen die Federn wechseln, die Vorspannung wechseln. Du kannst die Position wechseln, wie die Federn zu deinem Arm stehen. Du hast bei der Bremse auch gleichzeitig noch die Möglichkeit, die Kompressionsverstärkung einzustellen. Und das Feature, Matthias, liebe ich unglaublich an deinen Pedalen. Das möchte ich dir jetzt hier auch gleich mal persönlich in dein Gesicht reindrücken, weil du dir das wahrscheinlich angucken wirst.
weil folgendermaßen läuft der Bums nämlich ab. Die Kompressionsverstärkung, die kickt ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo du sie einstellst, rein und ab da wird die Bremse etwas schwerer. Matthias hat das so gelöst, dass er das Ganze unter die Bremse, das ist hier dieser schwarze Zylinder, den du jetzt mal kurz sehen wirst, den kannst du dir so einstellen, dass wenn du einen gewissen Pedalausschlag erreicht hast, dass unten das Gummi anfängt mit zu komprimieren. Das heißt, du komprimierst nicht nur die Feder, du komprimierst da unten auch noch das Gummi. Und das ist nichts Weltbewegendes. Muss man gleich dazu sagen, Matthias ist nicht der Erste, der das verbaut hat. Ich bin aber hier bei den Pedalen das erste Mal dabei, diese ganze Sache zu entdecken, sage ich mal. Und das hat mir extrem geholfen, denn bei mir ist es nämlich so, dass wenn ich den Gummi unten erreicht habe, bin ich bei 80% auf der Bremse. Und wir wissen alle, 80% Bremsen in iRacing beispielsweise ist relativ gut, weil danach kickt nämlich ABS rein und das möchte man nicht. Aber man hat trotzdem die Möglichkeit, eine Notbremsung zu machen und noch auf 100% zu kommen. Das heißt, du müsstest in der Theorie nicht mal mit Software arbeiten und bei 80% deine Bremse abriegeln, weil die Bremse, die sagt dir das jetzt nämlich, denn du kannst es fühlen. Und das ist für mich ein Grund, warum ich diese Pedale jetzt fahre und hinten am Hauptrig dran habe und sie meine Invictas nach über 2,5 Jahren abgelöst haben und ich nur Simulation Evo 2 fahre. Den Kompressionsverstärker, den kannst du auch noch in verschiedenen Stärken haben. Ich habe jetzt den stärksten Gummi drin. Du hast aber auch noch die Möglichkeit, eine andere Stufe einzustellen, die mir persönlich etwas zu weich war. Aber auch das kannst du machen und dort alles auseinanderklabüstern, neu zusammentüdern und das auf deine persönlichen Bedürfnisse einzustellen. Ich muss dazu sagen, es gibt so ein paar Pedale, die ich schon mal in der Hand habe. Da war das mit dem ganzen Individualisieren gegeben, aber es lief nicht so reibungslos wie hier. Es sind 1-2 Schrauben und du brauchst auch etwas Werkzeug dazu, um das zu machen, aber es ist im Grunde genommen selbsterklärend. Wenn du jetzt was ändern möchtest, kannst du mit dem Immo-Schlüssel so gut wie alles an diesem Gerät ändern, abschrauben und tauschen. Und das finde ich relativ angenehm, weil die Schrauben sind da nicht irgendwie super brutal reingedreht und mit Schraubenkit irgendwie festgemacht, sondern das ist alles schön angenehm, handfest und du kannst das einmal losdrehen und dann mit den Fingern sogar rausdrehen. Und das habe ich selten irgendwo so erlebt, weil es gab auch schon mal Pedalen, da waren die Schrauben so fest reingerammelt, dass das für mich schon etwas hinderlich war, sie rauszukriegen. Und so kannst du bis auf den Kompressionsverstärker, weil dafür musst du 1-2 Schrauben mehr lösen, damit du unten das Gummi ändern kannst. Aber so kannst du alles wirklich in Minuten für dich einstellen, alles ändern und musst dir nicht großartig Sorgen machen, dass du das eventuell zu Hause nicht hinkriegst. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das von einem Menschen entwickelt wurde, gefertigt wurde, zu dir nach Hause geschickt wurde und auch ein Mensch den Support macht, muss man immer überlegen, wo macht man denn jetzt Abstriche? Und ich habe am Anfang gedacht, machen wir jetzt bei der Software irgendwie Abstriche oder wo machen wir denn jetzt hier eigentlich Abstriche bei den Pedalen? Und ob wir in der Software Abstriche machen, das finden wir raus, wenn wir uns mal in den Rechner begeben und die Pedalen dort kalibrieren und Probe fahren. Also lasst uns mal rüberhüpfen. Na, dann lasst uns doch mal auf die Internetseite gehen, uns die Software runterladen und schauen, was wir alles einstellen können. Wenn wir jetzt bei New Simulation auf der Internetseite sind, wirst du begrüßt mit dieser wunderschönen Seite. Und wenn du nach ganz unten scrollst, findest du hier das New Calibration Tool. Das kannst du dir runterladen und installierst dir das. Wenn du die Software startest, wirst du mit diesem Bildschirm hier begrüßt. Und das sieht erstmal für den Anfang etwas kurios aus. Und man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Aber es ist sehr mächtig und sehr geil. Wir können jetzt hier erstmal testen, ob unsere Pedale reagieren. Da sieht man ja, dass wir Ausschlag haben und alle Pedale funktionieren. Jetzt können wir hier oben auf Kalibrieren drücken und dann können wir durchdrücken und er nimmt hier die Werte, die angenommen werden. Und wir sehen, dass wir hier bei RAW bei 11.400 und ein bisschen sind. Und wenn wir ein bisschen höher gehen als das, was wir hatten, seht ihr, dass hier die Zahl sich verändert. Und dann kannst du sagen, Stop and Save. Und dann hast du jetzt hier deine Kalibrierung. Du kannst jetzt hier oben in Zahlen deine Todeszonen eingeben. Das heißt, bei mir sind sie bei 6200. Wenn hier jetzt also der Wert nicht 6200 überschreitet, also geht sowieso nicht, weil er steht bei 6200.
200 und ein bisschen. Also das ist hier der Anfang. Das heißt, wenn ich sofort drauf trete, habe ich keine Todeszone. Wenn ich jetzt hier beispielsweise sage, ich lege meinen Fuß jetzt hier mal auf, so wie ich das gerne hätte, und das ist bei 5500, kann ich hier eintragen, minus 5500. Und jetzt seht ihr, vor 5500 kommt oben beim Output kein Ausschlag. Und so kannst du hier deine Todeszone einstellen. Und das kannst du natürlich jetzt hier beispielsweise bei der Bremse auch machen. Bei mir steht es jetzt hier bei 6800 und 32.366. Das ist das Maximum, was ich reintreten kann. Wie ihr seht, hier steht das dann. Und hier kannst du dann auch wieder sagen, bei mir ist 6800 drin, weil ich meinen Fuß immer ein bisschen döller auflege manchmal und dann aus Versehen bremse. Das heißt hier, wenn wir unter 6800 sind, haben wir oben kein Output. Und wenn wir drüber kommen, haben wir ein Output. Und so kannst du das hier alles einstellen. Und dann musst du, das ist ganz, ganz wichtig, hier oben auf Save Settings drücken, damit er das auf der Pedale speichert. Das habe ich nämlich am Anfang mal vergessen und mich gewundert, warum hier nichts passiert ist. Selbiges gilt natürlich auch für den Clutch, das ist selbsterklärend. Du kannst hier Minimum deine Todeszone eingeben. Du kannst auch beim Maximum eine Todeszone einrichten. Also du kannst bei der Clutch kannst genau dasselbe machen. Du kannst hier deine Todeszone unten einstellen, dann hast du dein Maximum und fertig ist der Lack. Hier kannst du noch die Curves einstellen. Wie du jetzt siehst, bin ich hier auf der Bremse. Ich habe alles linear eingestellt, also ich habe da nicht großartig was geändert. Und dann kannst du hier sehen, der rote Punkt ist deine Eingabe, die du hast. Und hier unten passiert gar nichts. Und sobald wir über diesen Punkt kommen, das ist die Todeszone, die wir gemacht haben, geht die Eingabe los. Bei mir ist es jetzt so, ich habe meine Pedale so eingestellt, dass beim Kompressionsverstärker, der unter der Feder ist, den wir vorher gesehen haben, wir ungefähr bei 80% sind. Jetzt treffe ich den Kompressionsverstärker und ich bin hier bei 140, das entspricht ungefähr 80%. Und ich kann aber trotzdem noch oben drüber gehen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich merke, ich bin bei 80%. Hier kannst du natürlich auch, wenn du Bock hast, kannst du das komplett limitieren und machst das einfach beispielsweise so, dass du bei 80% einfach abriegelst. Das kannst du auch machen, dann geht es hier nicht weiter als das. Hier an der Stelle auch ganz wichtig, Settings saven. Und dann ist die Software eigentlich schon erklärt. Wenn du ein Firmware-Update hast, dann weist er dich hier oben darauf hin, dann lädt er das runter und zeigt dir das an. Und jetzt würde ich gerne mit dir mal eine Runde Probe fahren gehen. Und dazu gehen wir in iRacing rein und fahren eine Runde Le Mans mit dem Porsche. Und werde ich euch gleich mal zeigen, was der Kompressionsverstärker macht. Also ich gehe jetzt mal auf die Bremse auf, das seht ihr ja. Und wir treten jetzt einfach mal in die Bremse und ich sag mal, wann ich fühle, dass 80% sind. Ich bin jetzt auf dem Kompressionsverstärker drauf. Und wir sind ungefähr bei 80%. Und das macht die Pedale für mich zu einem unglaublich schönen Erlebnis, womit ich persönlich die ganze Zeit, seitdem ich sie fahre, sehr, sehr viel Spaß habe. Das ist keine Neuheit. Ich persönlich hatte nur leider in der Form noch keinen Kompressionsverstärker und konnte damit noch nie wirklich, ja, experimentieren. Und hier ist es nur halt so, dass ich es eingestellt habe, wenn ich in die Bremse gehe, ich muss nicht mal hingucken, ich bin jetzt bei 80%, weil ich es mittlerweile spüren kann. Ich habe aber auch die Möglichkeit, die Bremse auf volle 100% zu hauen und eine Notbremsung zu machen. Aber fahren wir doch mal los. Gaspedal bei mir super snappy eingestellt. Also da ist richtig, das ist richtig stramm und man merkt auch, wenn man mal 3 Stunden fährt. Ich bin letztes Wochenende 3 Stunden Road Atlanta gefahren, alleine. Aber ich mag das wirklich sehr, sehr gerne, dass wir gut Zug auf dem Gaspedal haben, weil ich finde es sehr schön zu modulieren dementsprechend. Also du musst deinem Fuß schon ordentliche Signale senden, dass du vernünftig Gas gibst und vom Gas auch runtergehst. Und das macht die ganze Sache für mich total interessant und schön. Und wenn wir jetzt mal hier rausfahren, ich meine, wir sind jetzt hier in Kurven drin, wo wir einfach 0,1 Gas geben. Aber wir haben halt wirklich die Möglichkeit, sehr zart rauf zu gehen, sehr zart runter zu gehen. Und du hast genug Widerstand und du kannst den Widerstand für dich persönlich auch einstellen, wie wir gesehen haben, was für mich persönlich eine nicht Seltenheit ist. Aber dadurch, dass ich jetzt wirklich alles bekommen habe, um es auszuprobieren, sehr, sehr toll ist. Wenn wir jetzt hier wieder auf die Bremse gucken, wir können ganz, ganz angenehm, super simpel die Bremse modulieren. Wir können das Gaspedal schön modulieren. Du hast durch den Kompressionsverstärker die Möglichkeit, deinen Endstop einzustellen, der nicht endgültig ist, aber spürbar ist, was total toll ist.
habe ich vorher ja auch an der Stelle noch nicht erlebt gehabt. Und vom Gefühl her sind die Pedalen für sowohl Schuhfahrer als auch Sockenfahrer. Ich bin ja heute in Socken unterwegs. Normalerweise fahre ich ja Schuhe, die meisten Leute wissen das ja. Ist das definitiv völlig fein und in Ordnung. Und auch hier mit den Socken hast du sehr schön, ja, sowohl Grip auf den Fußköpfen oder Pedalköpfen, als auch einen sehr schönen Rutscheffekt, dass sie dir locker unter die Füße durchsliden. Also auch das ist super angenehm geschaltet. Zu der Kupplung muss man nicht viel sagen. Die hat viel Zug. Also die ist jetzt nicht super, super leicht. Die kann man aber auch leichter gestalten. Ich habe ja bei mir immer alles etwas härter eingestellt. Aber was möchte man zu einer Kupplung sagen? Also wir haben jetzt nicht hier irgendwie, dass man einen Schleifpunkt fühlt. Also zumindest ich fühle da keinen drinne. Und es geht wunderschön durch und wir können sie super gut betätigen. Also selbst mit nur 10, also wenn da die Auflagen, dein Fuß, dein Ballen nicht drauf liegt, geht das auch wunderbar. Alles in allem muss ich sagen, vom Fahrerlebnis her sind die Nuo Simulations mein persönlicher, für meine Bedürfnisse, die ich habe, gerade mein Favorit. Sie haben auch meine Asetec Invicta, die ich jetzt 2 Jahre gefahren bin, einfach von dem Thron verbannt oder von meinem Main Rig verbannt. Also die sind hier standardmäßig jetzt dran. Einfach weil ich sehr toll finde, dass wir ein bisschen mehr Raum haben, bis wir zum Endstop kommen und auch diesen Endstop komplett individuell gestalten können von Haus aus. Und das macht die Pedale für mich zu einem sehr, 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 sehr schönen Erlebnis. Also das Fahrerlebnis, wenn wir das jetzt mal grob zusammenfassen, würde ich sagen, ist on point. Also da gibt es wirklich gar nichts zu bemängeln an der Stelle. Mit der Möglichkeit, dass du dir das so einstellen kannst, wie du das möchtest, auf deine Bedürfnisse, ist das, finde ich persönlich, ein sehr schönes, abgerundetes Erlebnis beim Fahren und macht auch einfach nur Spaß. Und es macht mir auch heute noch Spaß, nachdem ich die Pedale jetzt wirklich 3 Wochen aktiv gefahren bin, sowohl in GT als auch in Nesca, im Endo-Rennen, ein Gedicht. Und damit würde ich jetzt hier die Fahr-Experience mal abschließen. Auf eine Sache möchte ich noch mal ganz kurz eingehen. Und zwar ist das der Bass-Shaker, der an der Bremse dran ist, weil ich ganz stark davon ausgehe, dass Leute mich fragen werden, was das ist. Das ist wie meine anderen Shaker, die ich hier an meinem Rig dran habe, nur dass der auf dem Gaspedal drauf ist. Das habe ich über SimHub angeschlossen. Das ist auch wie alle anderen Bass-Shaker an einen Knob-Sound dran. Und ich möchte dir mal ganz kurz zeigen, wenn du jetzt mal ins Rig, also wenn wir jetzt mal ins Spiel gehen und du dir dort mal die Graphen anguckst, die an der linken Seite sind, wo du meine Gaspedaleingaben und meine Bremseingaben siehst, zeige ich dir jetzt mal ganz kurz, was passiert. Normalerweise geht der ABS so bei 80%, sagt man in iRacing an, nicht überall, ist in iRacing jetzt so. Also wenn du drüber bist und jetzt achte mal auf den roten Graphen, der jetzt kommt. Dadurch, dass ich jetzt voll gebremst habe, konntest du es nicht sehen. Aber achte jetzt noch mal bitte auf den Graphen, wenn ich ins ABS reinkomme. Ich muss noch etwas mehr beschleunigen. Dann kannst du sehen, was der für eine Wirkung hat in dem Graphen. Und jetzt wird sich der ein oder andere fragen, ist das jetzt notwendig? Brauche ich das jetzt unbedingt oder kann ich darauf auch verzichten? Ich persönlich sage dir, ich möchte es nicht mehr missen, einen... Jetzt hat man es gesehen. Dort ist halt dieses Zucken drin. Und wenn dieses Zucken drin ist, ist in deinem Graphen, damit du dir das vorstellen kannst, vibriert sozusagen der Bass-Shaker und simuliert dir das ABS, wenn du reinkommst. Das heißt, wenn du zu viel bremst und wir oben drüber sind und das ABS angeht, vibriert das an deinen Füßen. Und das hat mir persönlich sehr geholfen, mein Bremsen besser zu kontrollieren. Und ist für mich eine Bereicherung für die Immersion. Und ich würde darauf nicht mehr verzichten wollen. Jetzt möchte ich das Segment hier abschließen. Und wir reden mal über Positives und Negatives zu den Pedalen. Was ist denn jetzt Positives und Negatives über diese Pedale zu sagen? Positiv ist definitiv die Verarbeitung. Ich habe sie wirklich lieben gelernt. Dieses schlichte, klassische Design. Es ist einfach nur Metall. Nichts Großartiges dran, Farbakzente sind die Federn, sticht nicht unbedingt ins Auge.
macht einen super schmalen Fuß und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Was mir persönlich auch sehr gut gefällt, ist einfach der Typ, der dahinter steckt. Matthias ist für mich persönlich so eine richtige Wonne. Ich habe sehr viele Probleme gehabt, da sind Sachen kaputt gegangen und ich hatte so auch zwischendurch noch Schwierigkeiten und habe wirklich einen ganz, ganz schweren Start gehabt mit den Pedalen. Aber Matthias, der alte Sonnenschein, der hat das irgendwie für mich immer rumgerissen. Das ist so ein Typ Mensch, den schließt man einfach an sein Herz. Der ist offen und ehrlich, der kann mit Kritik umgehen. Wenn man mit ihm schnackt, dann ist alles super. Und er versucht dir auch zu helfen, weil er das Produkt, was er da herstellt, einfach liebt. Und das macht für mich auch immer gleich noch ein bisschen was aus, wenn derjenige Mensch, der etwas herstellt, hinter seinem Produkt steht. Das möchte ich an dieser Stelle auch positiv anmerken, dass Matthias sein Produkt wirklich liebt und das merkt man auch. Das heißt also, falls du dich entschließen solltest, diese Pedale zu kaufen, kannst du mit Matthias darüber schnacken und er wird definitiv einen Weg finden, dich davon nicht zu überzeugen, aber dir die bestmögliche Experience zu geben. Und dafür, Matthias, möchte ich dir auf jeden Fall danken, auf diesem Wege, dass wir beide das so schön hingekriegt haben nach unseren Startschwierigkeiten. Was ich auf jeden Fall auch positiv anmerken möchte, ist die Möglichkeit, noch sehr viele Upgrades an den Pedalen zu machen, dass du nicht nur eine normale Footrest dazu kriegst, die standardmäßig dabei ist, sondern du auch noch eine Footrest kriegst, wo du einen Bassshaker ranmachen kannst. Und du auch die Möglichkeit hast, hier einen Bassshaker an die Bremse zu machen. Und wenn du das möchtest, könntest du dir das theoretisch auch noch ans Gaspedal machen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Die Möglichkeit hast du, dir das Ganze zu kaufen. Du musst es aber auch nicht tun. Die Option besteht. Und das finde ich persönlich sehr schön. Denn wenn man was upgraden kann und nicht unbedingt selber was entwickeln muss dazu, ist das auf jeden Fall was sehr, sehr Tolles. Was ich auch sehr positiv finde, was hier auf jeden Fall keine Neuerfindung ist, ist der Kompressionsverstärker. Denn für mich persönlich hat es das Bremsen auf ein ganz anderes Level gehoben und ich freue mich sehr, wenn wir in Zukunft eventuell Hersteller haben, die Kompressionsverstärker mit anbieten, weil das finde ich einfach toll zu spüren, physisch zu spüren, wann ich bei einem gewissen Punkt auf der Bremse angekommen bin. Also auch an der Stelle vielen Dank, dass ich das hier mal erleben durfte und dieses Feature endlich mal kennenlernen durfte. Was kann man denn jetzt Negatives anmerken zu den Pedalen? Die Liste ist doch sehr überschaubar und wenn ich ehrlich bin, ist das auch nur Jammern auf allerhöchstem Niveau. Denn das Einzige, was mich ein bisschen stört, sind die Kabel, die an die Bremse rangehen, die von den anderen beiden Pedalen kommen, wo der Stecker etwas sehr groß ist und dadurch entstehen gewisse Windungen in den Kabeln und da die Kabel sehr unflexibel sind, weil sie super gute Qualität haben, drückt es den Stecker manchmal so ein bisschen runter. Gerade wenn die Bremse gepaart mit der Kupplung etwas näher zusammen sind, dann hast du so leicht schräges Kabel. Aber das wäre auch das Einzige, wo ich mir vielleicht ein bisschen Sorgen machen würde, dass der Stecker dann irgendwann sich löst von der Platine oder das nicht richtig hält. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass Matthias das mehr als genug getestet hat, sonst würde er die Dinger nämlich nicht verkaufen, weil der Qualitätsanspruch sehr hoch ist, dass das vollkommen in Ordnung ist. Und wie gesagt, das ist auch das Einzige, was anzumerken ist, negativ zu diesen Pedalen und das ist extrem hohes Niveau an Jammern. Kommen wir also mal zum Fazit. Was können wir denn jetzt am Ende zu den Pedalen sagen? Preislich finde ich persönlich gut im Segment drinne, ist nicht zu teuer, nicht zu günstig. Du kriegst Spitzenqualität und du kriegst unglaublich gute Hardware zu dir nach Hause geliefert, mit der du sehr viel Spaß hast beim Autofahren. Also für mich ist es eine absolute Empfehlung, falls jemand keinen Bock auf VRS-Pedale hat und sich sagt, puh, nee, da ist mir irgendwie, weiß ich nicht, da fehlt mir irgendwas. Ja, das hat mir bei den VRS-Pedalen auch immer irgendwie gefehlt. Die sind nicht schlecht, aber mir hat immer was gefehlt. Die Nuos, die haben mir das gegeben, was ich gebraucht habe, den Kompressionsverstärker. Und was ich sehr, sehr wichtig finde und das hier beim Fazit gerne anmerken möchte, diese Pedale sind sowohl für Menschen, die ganz entspannt an Pedale rangehen und nicht so eine Warni-Pedalen haben möchten wie ich. Und du kannst da auch einfach absolute Warni-Pedale draus bauen, dass du mit deinem 5-mal in der Woche trainierten Oberschenkel da reinpressen kannst. Und das macht die Pedale für mich gleichzeitig auch noch zu einem Wunderwerk, dass das eine als auch das andere geht, ohne große Probleme.
Also im Grunde genommen sind das Pedale für jedermann, wenn die optisch dich ansprechen und auch von der Funktionalität die Pedale dich ansprechen, kannst du da definitiv zuschlagen. Und ich kann dir sagen, wenn sie zu dir nach Hause kommen, wirst du damit glücklich werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt würde mich mal interessieren, kanntet ihr die Pedale überhaupt? Weil mir sind die super, super lange gar nicht bekannt gewesen, bis mir ein, zwei Menschen aus der Community gesagt haben, dass es die gibt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt und ich sie ausprobieren durfte. Und dann würde mich mal interessieren, sprechen die Pedale dich überhaupt an, dass du sagst, ja doch, das klingt sehr interessant und ich würde sie auch gerne mal fahren. Des Weiteren sage ich jetzt Schüsikowski, bedanke mich, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es bewerten würdest mit einem Daumen hoch oder mit einem Daumen runter. Und wenn du richtig fancy drauf bist, schreib es noch einen Kommentar. Und eine Kleinigkeit möchte ich hier auch nochmal anmerken. Besuch mich doch einfach mal auf Twitch, denn von Dienstag bis Sonntag streame ich dort jeden Tag ab 14 Uhr. Also Montag ist frei, den Rest der Woche ab 14 Uhr. Also es gibt hier nicht nur YouTube-Content, sondern auch Twitch-Content. Und dort können wir uns live unterhalten. Und das freut mich immer sehr, wenn Menschen vorbeikommen und zwischendurch mal eine Frage haben oder wir uns einfach mal kennenlernen und nicht nur über die Kommentare, sondern auch einfach über den Chat. Also besuch mich. Ich würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich dir einen unglaublich schönen Tag. Haus rein. Bis denn, Dansen.